denn wir springen in die Champion Select. Und da sehen wir es. Buns, wieder Fiora, wieder Kalista. Malphite. Genau, Kalista hat der Teammate gebannt. Evelynn. Und da ist der Azeban. Warum? Ah, ich wollte gerade sagen, warum haben wir jetzt eigentlich keine Gegenüberstellung? Kalista, Thresh. Genau, und Evelynn. Und Team Imagine wieder mit dem Gangplank-Bann. Letzter Bann. Jetzt könnte natürlich entweder Evelynn sein, wahrscheinlich. Nein, sie lassen Evelynn tatsächlich offen. Das Thresh wird rausgenommen. Das geht schon den ganzen bisschen Würze. Jetzt könnten sie hier die Evelynn als Jungler first picken. Ein Jungler first pick ist riskant. Riskant, aber keine schlechte Sache, wenn man schon die Evelynn immer weggebannt bekommt. Ich denke, es wird wieder Elise werden oder eben Braum. Wobei Elise wahrscheinlich wieder mehr Sinn macht. Lulu könnte es auch sein, hat in Spiel 1 aber nicht gut funktioniert. Könnten auch den Alistar picken, den haben sie bis jetzt. Beide Teams haben Alistar über den Braum bevorzugt. Das stimmt. Und dann könnte man ihn jetzt auch als Support picken, vor allen Dingen, wenn Evelynn und Elise offen sind. Und man sagt, okay, ich will jetzt weder den einen noch den anderen unbedingt als erstes picken, könnte man hier auf jeden Fall für den Alistar gehen. Beide Teams mit dem Alistar vor allem bisher auch gewonnen, also... Zufall? Ich glaube nicht. Illuminati. Team Imagine. Das Auge. Das blickt auf uns herab. 10 Sekunden hat Team Imagine noch. Oder sie picken nichts und die Champ Select bricht ab. Haben einfach keine Lust. Ich denke, Elise, Braum, Alistar oder Olaf. Finde ich wieder komisch. Komisch. Haben bisher einmal Olaf gefirstpickt und zwar in Spiel 1 hat nicht. Obwohl, nee, da war es Lulu. Aber Olaf, ich muss sagen, Olaf ist doch egal. Es ist egal, aber Olaf hat bisher überhaupt keinen Schlüsselfaktor in den Spielen. Es sind so viele starke Picks offen, dass man jetzt hier den Olaf pickt, finde ich fraglich. Die Mate können jetzt einfach wieder Elise Alistar spielen, da spricht nichts dagegen. Niemals werden sie den Midlaner jetzt picken, also ich denke auch, es wird hier Richtung Support und Jungler laufen. Und oder Toplane, ist ja auch schon gezeigt worden. Das könnte man auch machen, allerdings, ich glaube, der Shen wäre jetzt halt einfach so ein Pick, wo man sagt, okay, wir wollen nichts verraten. Aber ich denke mal, wenn man sich den Support und den Jungler sichert, wäre das jetzt einfach eine... Oh, wie denn? Tristana? Ja gut, ich meine, Yen hat gut damit gearbeitet. Ja, Yen hat wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele auf Tristana gehabt, aber Elise jetzt hier offen zu lassen... Ich glaube, beide Teams haben so ein bisschen... Wollen jetzt nicht Elise picken, wenn Evelynn noch mit drin ist, oder? Ne, nevermind. Wow, es wird die Lulu werden. Also wieder die Lulu-Olaf-Kombo. Und Elise damit vorhanden für Team 8. Wird wahrscheinlich auch Elise werden. Team 8, denke ich, geht jetzt wieder auf Elise, geht auf Shen... Und in der Midlane eventuell wieder auf Viktor. Hat jetzt diesmal keinen Azir, gegen den er spielen muss. Aber Lulu nicht schlecht gegen Viktor. Ahri wäre da auch eine Option, aber Ahri... Könnte natürlich besser vor Olaf wegkommen und auch gegen die Evelynn-Gangs. Hat er ab Level 6 keine Probleme. Und wenn jetzt die Sivir von Steelback dazukommt, haben sie so ein unglaublich aggressives Team. Evelynn, super mobil auf der Karte, super aggressiv. Lulu beschleunigt, Olaf zum Beispiel auch, katapultiert ihn mehr oder weniger ins Gegnerteam rein. Sie haben noch eine Sivir dazu. Das wäre die Todeskombo, die sich wirklich als Todesball auf der Karte bewegt und einfach nur Leute schlachten möchte. Ja. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir das sehen würden, weil damit hätte man jetzt halt wirklich das komplette Team auch darauf ausgerichtet, einfach aggressiv zu sein und nicht den gegnerischen Midlane überhaupt farmen zu lassen. Orianna und Elise, also man pickt den gleichen Jungler, finde ich gut, und Orianna so ein bisschen... um da etwas Neues hineinzubringen, etwas Würze. Aber Orianna gefällt mir gut. Man hat mit Alistar das Ballübertragungssystem quasi ins Gesicht des Gegners. Elise kann das Ganze auch tun. Und jetzt Sivir, du hast angesprochen, Sivir wieder eine sehr sichere Lane gegen Tristana. Und eben Double Movement Speed nun für Olaf und Evelynn. Da kommt selbst eine Tristana sehr, sehr schwer gegen weg. Und weißt du, wer richtig gelitten hat gegen den Olaf? Mit Lulu und Sivir? Eine Orianna. Ja. Die hat halt auch nicht den Schaden wie Viktor. Sie muss halt ihren Ball treffen und dann die Schockwelle-Animation ist relativ langsam. Olaf ist in der Zeit schon dreimal um sie rumgerannt und wird nicht getroffen. Ja, und vor allem Sivir kann einfach das shielden und Lulu, ja, Lulu wird vielleicht geultet. Wow. Aber vor allen Dingen kann Olaf einfach Orianna sehr schnell rausnehmen aus dem Kampf. Aber Orianna, einer der wenigen Champs, die in der Lane gegen Lulu eigentlich ohne Probleme klarkommen. Sivir nun also wahrscheinlich eingeloggt und der letzte Pick, der Midlaner. Nee, der Top-Laner. Oder der Supporter? Ja, der Supporter, ja. Ich bin schon halb am Schlafen. Tut mir sehr leid. Nautilus nun eingeloggt. Also super viel Die von Team Imagine hier. Die klassische Gib mir dein Gesicht-Kombo. So muss es sein. Genau so muss es sein. Wenn du schon eine Sivir, Evelynn, Olaf und Lulu-Kombo hast, dann pick nur was Aggressives mit dazu. Und sieh zu, dass die Orianna oder Tristana vernichtet. Weil jetzt auch die Tiefenladung. Klar. Golden Glue kann probieren wegzukommen. Oder natürlich auch Nien kann probieren wegzukommen. Die Tiefenladung wird aber hinterherfliegen und irgendwann stunnen. Und das reicht schon, um diesen extrem beschleunigten Olaf in die Nähe zu bringen und dann alles kurz und klein zu schlagen. Ja. Was ich mir jetzt als Frage wieder stelle, wen schickt Team 8 als Toplaner dagegen? Wieder einen Shen und wird es dann wieder den Lane Swap effektiv geben oder nicht? Also was ich jetzt hier an Team 8 Stelle picken würde, wäre entweder irgendwas mit Disengage oder aber irgendwas um den Dive von Evelynn, von Elise. Ja,
Yasuo würde mir richtig gut gefallen, Vladimir nicht. Es wird Vladimir. Ah, schade. Vladimir natürlich Freefarm gegen Chunky Fresh, gegen Olaf. Das ist ein Vorteil, aber... Ja gut, du hast den konstanten Schaden mit Vladimir wieder. Du hast die Möglichkeit, den Kampf lang zu überstehen. Aber du kommst halt nicht wirklich ran an diese Movement-Speed-orientierte Kombination von Team Imagine. Yasuo hätte mir so gut gefallen zusammen mit Orianna. Wobei man dann auch wieder sagen muss, Yasuo hat eine schwere Zeit gegen Olaf. Vladimir nun also gewählt worden. Ist okay, beeindruckt mich jetzt aber nicht so sehr, muss ich einfach sagen. Es ist halt auch Team Late-Game-Monster mit Vladimir, Orianna und Tristana gegen einfach dieses brutale Early-Mid-Game-Team, was dich zu Tode rotieren will. Und Steelback, wenn einer Erfahrung hat mit so einer Taktik, mit der Siebe, dann ist es Steelback, der mit Fnatic im Prinzip ein Split lang nichts anderes gemacht hat, als ja. Teams in Grund und Boden rotiert mit der Siebe. Naja, diesmal so eine sehr konsequente Teamkomposition von Team Imagine. Aber auch hier wieder, sie müssen agieren. Sie können nicht wie in Spiel 1 einfach nur schlafen und warten. Und selbst in Spiel 2 haben sie ja wenig gemacht. Da hatten sie das Glück, dass Golden Blue das Spiel quasi schon alleine gecarried hat. Hier müssen sie als Team agieren und sie müssen carryen. Sie müssen diese Engages auch wirklich bringen. Und ja, das ist die Frage, werden sie das schaffen oder nicht? Sie müssen wirklich handeln und das früh. Denn du hast angesprochen, die ultimative Late-Game-Kombo, die ist hier bei Team 8 am Start. Und damit werden sie natürlich auch versuchen, das Spiel dann für sich zu entscheiden. Wir springen nun also sofort ins Spiel hinein. Hier nochmal die Teamkomposition. Drittes Spiel Olaf. Wir sehen halt sehr häufig sehr ähnliche Picks. Dreimal Tristana, dreimal Elise, dreimal Olaf, dreimal Alistar. Prom interessanterweise diesmal ignoriert worden. Aber nichtsdestotrotz, Spiel Nummer 3 geht in jedem Moment los. Imagine zum dritten Mal auf der blauen Seite. Team 8 auf der roten. Ich muss sagen, mir gefällt es gut, dass sie auch Braum nicht genommen haben und dafür lieber einen Nautilus. Denn Nautilus gegen Orianna, ich meine, Braum kann halt seine Ulti losfeuern, aber Orianna hat dann auch Zeit zu reagieren und rauszukommen, vielleicht sich selbst zu beschleunigen mit der Dissonanz und einen Schritt zur Seite zu machen aus Braum. Gegen Nautilus kann sie es nicht machen. Nautilus kann auch früh roamen zum Beispiel mit seinem Level 6 oder auch einfach vorher schon Orianna zu sich ranziehen und da sehr viel machen und es ist... Was ist denn los? Und auch wieder Olaf. Aber diesmal gewinnt Manklot hier dieses Matchup. Aber ja, auch wieder auf der Top-Lane. Ja. Wieder Chunky Fresh, der da aggressiv in den Tribush reingeht. Also sie halten nicht so viel von Ward, sondern gehen hier wirklich wieder aggressiv vor. Selbst Moon, das hier auf Purpose wahrscheinlich treffen. Super merkwürdiges Early-Game von beiden Teams. Also das sehen wir jetzt ja jedes Spiel, dass alle Lanes einfach sich am Anfang gegenüberstehen. Jeder Einzelne steht sich mir gegenüber, bis auf die AD-Carries, und haut sich und geht dann zurück in die Base und keiner weiß, was passiert. Keiner weiß, kommt ein Lane-Swap, kommt er nicht. Ja, das klassische Beschnüffeln. Sieht aber diesmal ausnahmsweise nicht nach einem Lane-Swap aus. Ist aber nachvollziehbar. Steelback fühlt sich gegen eine Tristana eigentlich mit Siebe ziemlich wohl und auch das Engage-Potenzial von einem Nautilus ist gegen Alistar ziemlich begrenzt. Beide werden sich die extra Erfahrung vom Gromp bzw. von den Crux sichern und auch beide Jungler werden zusammen mit dem Top-Laner am Buff starten. Ja, der Doppel-Jungle relativ beliebt momentan, auch wenn man nicht Lane swappt, einfach weil es sich als so praktisch erwiesen hat, den Jungler schnell durch den Jungle zu bringen und selbst noch Erfahrung abzugreifen. Und auch beide Teams werden das Level 2, abhängig natürlich wie Lane verläuft, gleichzeitig erreichen. Zumindest haben beide die Erfahrung bekommen, oder bekommen sie. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich Chunky Fresh von Anfang an in 1 gegen 1 lane. Chunky Fresh bekommt den Red Buff? Die wollen Vladimir da gleich am Anfang klein halten. Also ja, aber wie will Chunky Fresh an Vladimir rankommen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Bei einem Blue Buff kann ich es verstehen. Wenn, wir haben es oft gesehen, wenn Olaf Rexay in einem Team sind, bekommt er den ersten Red Buff. Aber, oh Gott, hier Dodo erstmal mit viel Schaden. Aber der Red Buff, der wird ja für Moon eigentlich im Jungle super wichtig sein, weil der Schaden, der ist ja echt entscheidend eigentlich. Hier aber jetzt an Chunky Fresh übergegangen. Wir wissen nicht, ob das so geplant war. Moon ist sogar... Nee, Moon ist Level 2. Ich dachte ja schon, er ist ja noch Level 1. Und hier das frühe Level 2 für Steelback und Baby. Ich meine, na klar, Sivir's Boomerang ist am Anfang relativ stark dafür und Tristana wird ihren E nicht offensiv auf die Minions setzen, nur um das Level 2 zu kriegen. Von daher müsste sie einfach ein bisschen zurückfallen lassen. Kann er auch gar nicht hin. Wenn er die Autotext auf die Minions setzt, dann setzt Steelback seine wiederum in sein Gesicht. Aber trotzdem, Level 2 sind sie nun. Aber Nien hat schon einiges an Farm verloren. Er hat aber auch den E noch gar nicht geskillt, wie man hier sieht. Damit er da sich nicht allzu viel Farm versaut. Sieht man relativ häufig. Manchmal skillt man als Tristana gerade in Lane Swap sogar gar nichts für mehrere ja. Level. Als Tristana
kannst du es dir im Prinzip aufheben. Genau. Wenn du siehst, der Gegner kommt, kannst du skillen. Wenn du siehst, es kommt keiner, brauchst du ja weder den Sprung noch dein E. Ja. Wenn es dann an Tower geht, kann man ja auch einfach die Punkte in den E reinstecken. Mhm. Purpose jetzt erstmal oben unterwegs gewesen, hat einen Ward gestellt, ist aber auch durch den Ward gelaufen, von daher keine Überraschung für Chunky Fresh. Und du hast es angesprochen, wie genau will Chunky Fresh mit seinem Red Buff an Carly Trolls rankommen? Ja, momentan Moon, gar nicht. Moon ohne Red Buff auch mit wesentlich weniger Gefahr. Pauper ist jetzt hier am Start und Chunky Fresh, der ist sehr aggressiv unterwegs. Stun sitzt aber Chunky Fresh gerade so noch rechtzeitig mit dem Flash. Da ist natürlich der Vorteil, kein Ghost dabei, sondern Flash. Aber der Red Buff, ja, der bringt ihn gar nichts. Null. Man muss natürlich aber auch sagen, dass Moon trotzdem durch den Jungle ohne Probleme durchgekommen ist. Das heißt, einen direkten Nachteil hat es jetzt auch nicht gebracht, den Red Buff abzugeben. Das stimmt. Allerdings trotzdem etwas merkwürdige Entscheidung. Und ja, Chunky Fresh jetzt ohne Flash unterwegs. Hier. Porpoise wartet und kommt wieder. Und das wird gefährlich hier für Chunky. Der Schaden allerdings noch nicht so hoch von Porpoise. Der Stun muss sitzen. Der Stun muss sitzen. Oh, er hat nicht gesessen. Könnte aber trotzdem reichen. Nein. Oh, oh, oh. Schöner Dodge hier. Porpoise hätte auf Nummer sicher gehen können. Er hätte Flash-Cocoon machen können. Wollte hier aber so ein bisschen mit dem Feuer oder mit dem Glück eher spielen. Am Ende hat es ihm das First Blood gekostet. Und ich finde es auch etwas interessant, dass er hier mit einem Flash spielt. Denn im Prinzip haben sie natürlich jetzt die extreme Beschleunigung sowieso schon im Team. Das heißt, er braucht es theoretisch nicht. Aber es gibt auch keinen Grund hier auf der Top-Lane zum Beispiel gegen den Vladimir. Ja, es ist einfach nur gegen die Elise. Bist du da wirklich viel, viel sicherer. Hat ihn ja hier das Leben gerettet. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal war es einfach nur sein Movement. Wobei, der hätte auch auf der Top-Lane hätte er ja auch beim ersten Gang rausghosten können nach oben. Also dann wäre er wahrscheinlich auch nicht vom Kuckuck getroffen. Ah, das stimmt. Wäre aber eng geworden. Auf jeden Fall, später in den Teamfights sollte er es nicht brauchen. Also sollte er auch so schnell genug sein ohne sein Ghost. Und in der Mitte wieder Mancloud mit wenig Mana gegen Golden Lulu, der ein bisschen mehr Mana hat. Hat in diesem Fall mit seinem Lulu aber im Gegensatz zum letzten Match eine wesentlich bessere Position. Ja, absolut. Golden Lulu kann zwar im Farm mithalten, hat aber wirklich Probleme. Das ist aber normal. Der Lulu ist im normalen Matchup wirklich ziemlich dominant, ist jetzt aber gestoppt worden und hat hier wenig Leben, musste den letzten Pot auch noch schlucken und das könnte ihnen vielleicht einiges an Farm kosten. Sind beide mit kaum noch Mana dabei und das Duell ohne Mana sollte Orianna gewinnen, vor allen Dingen wenn Minions davor stehen, denn ja, die Pix-Schüsse werden halt von Minions abgefangen, während Orianna einfach so sehr stark Autotext. Sind ja sehr ähnlich an sich, die Champions haben beide volle Wirkung, zumindest haben beide Schilde, beide extra Schaden durch die Autotext, aber du hast es angesprochen, Lulus Autotext werden durch die Minions geblockt, die von Orianna nicht. Ja, und Chunky Fresh. Oh, Moon, das ist ja sehr nah am Turm. Was will man da machen? Obwohl, der weht. Wow, das ist viel Schaden. Das funktioniert fast. Barrier wird hier benutzt. Mana für die Ult war nicht mehr da. Hätte er jetzt hier gerade die Ult noch setzen können, dann wäre Moon hier in großer, großer Gefahr gewesen. Kann davon Glück sprechen, dass Golden Glow kein Mana mehr hatte. Mantlord hat allerdings noch seinen Wildwuchs. Er hat noch Knight. Auf, für das Entzünden. Aber wir sind gut. Das ist der Kill. Oh, so gierig. Gut gedacht, aber super stark gecountert von Porpoise. First Blood für Golden Glow auch noch. Sowas von ärgerlich von Mancloud hier. Aber warum auch? Ich meine, man weiß, wenn der Jungler, der gegnerische Jungler in der Mitte rumgankt, wenn Moon halt da ist, dann kann man vermuten, dass Purpose sich auch in der Nähe aufhält, weil er einfach gesehen hat, okay, Elise ist in der Mitte, meint jetzt gerade die Barriere von Orianna bekommen, vielleicht kommt Evelyn nochmal wieder. Wird Elise also herkommen und dann offensiv zu flashen für einen Kill. Das war sehr knapp. Es war aber wirklich gut reagiert von Porpoise, ja, dass der Stunner wirklich point blank getroffen hat. Aber Mancloud, die Sache ist, Mancloud hätte ja noch ein Autotech mehr setzen müssen, damit der Kill überhaupt geschehen wäre. Und selbst dann wäre er ja fast schon ohne Porpoise gestorben. Also hier, ja, wirklich viel riskiert und viel, viel, viel verloren. Ja, Orianna, man sieht's jetzt. Kelch und vor allen Dingen wichtig, nicht nur den Wälzer, sondern den ausgebauten Wälzer. Kriegt da also nochmal zusätzlich die Abklingzeit. Aber Moon will sich nicht aufhalten lassen. Aber Hälfte Leben und kaum Mana, nicht Level 6. Baby, eventuell mit dem Engage auf Dodo, ja. Der hat aber auch noch nicht Level 6, kann sich also nicht stärker machen, das Entzünden ist drauf. Die Heilung jetzt gezogen, Steelback mit dem Boomerang trifft nicht perfekt. Aber auch Nieren kriegt eine Menge Schaden weg. Ja. Wenn sie auch einfach konsequent wegflashen können, aber man will hier den Alistar Flash auf jeden Fall aufbewahren. Gerade weil der Flash Engage ja das ist, was einen Alistar eigentlich ausmacht. Und damit wesentlich mehr Druck noch auf der Botlane vorhanden ist. Natürlich kein Heal zu haben, ist auch nicht unbedingt optimal, aber hier gegen Ignite getauscht. Ich denke, damit kann man leben. Vor allem Dodo kann sich jetzt hier auch ohne Probleme wieder hochheilen. Ist jetzt auch Level 6, genauso wie Nien. Also jetzt sollten die Gangs um einiges nüchterner ausfallen.
Und farmmäßig ist Nien auch super gut dabei. Ja. Gleichen Farm mehr oder weniger. Kaum einen Unterschied. Ein Farm ist da hinten. Ja, ein Farm. Als Tristana Traumszenario gegen Sivir gleichen Farm zu haben, ist super gut für dich. Ja. Oder generell als Tristana, als Late-Game-Carry den gleichen Farm zu haben wie einen Carry, der eher so im Mid-Game wirklich stark ist. Immer vorteilhaft. Und Chunkyfish hat langsam Probleme auf der Top-Lane. Wird hier von Kalitols in die Basis gezogen, hat aber Teleport. Trotzdem Kalitols hier der Dominator. Chunky Fresh muss sich sogar als erstes mit dem Hextrinker anfreunden. Das ist natürlich auch auf der Lane sehr effizient. Aber der Black Cleaver, der hilft ihm gerade in den Teamfights ungemein. Das ist einfach das perfekte Item für Olaf. Und das wird jetzt hier ziemlich brutal verzögert. Aber gegen das Team von Team 8 ist ein Hextrinker nicht schlecht. Also man hat hier sehr viel magischen Schaden. Ja, auf jeden Fall. Aber auch schön, dass man einfach mal was anderes als ein Shen gegen Olaf sieht. Da sieht man halt, dass es definitiv auch anders ausgehen kann. Der Drache für Team 8... wird jetzt hier allerdings ohne irgendeine Gegenwehr genommen und in der Mitte gibt es nicht mal den Turm, weil, wie man sieht, Moon einfach im gegnerischen Jungle unterwegs ist und da die Wraith macht. Das ist kein optimaler Tausch, Wraith gegen Drache, ohne irgendwo eine Gegenaktion. Man kriegt keinen Turm, man kriegt wirklich nur die Wraith für den Drache. Ja, das war nicht optimal. Aber der Vorteil natürlich auch gewesen, dass sie da einfach die Botlane eingepusht hatten, am Turm festgenagelt hatten und es war einfach ein guter Call. Sie hatten die Krabbe, sie hatten die Vision. Ich weiß gar nicht, ob Moon überhaupt damit gerechnet hat gerade oder ein bisschen geschlafen hat. Ja gut, ich würde sagen um die Uhrzeit, aber in den Aces in Amerika ist es ja gar nicht so spät. Es ist jetzt auch nicht entscheidend, es ist ein Drache. Nein. Aber der kann ihn halt in 20, 30 Minuten wieder ziemlich auf die Füße fallen, wie wir in Spiel 1 gesehen haben. Wir können ja sagen, dass das Team, was den ersten Drachen geholt hat, bis jetzt in beiden Spielen gewonnen hat. Ja, das stimmt. Auch wenn es jetzt nicht wirklich relevant war im zweiten Spiel, wie es mit den Drachen steht. Team 8 somit also in der Lage, sich das zweite Spiel zu sichern. Jetzt das dritte natürlich. Wir gehen in eine kurze Pause, sehen uns dann gleich wieder. Ja, bis zum nächsten Spiel. Alles klar. Team 8, Imagine kann jetzt ja eigentlich surrendern, also ist vorbei. Keine Chance mehr. Generell vom Farm her super, super ausgeglichenes Spiel. 81-80, 37-38, 87-89, jetzt aber Junkie Shell gefangen, muss sofort seine Ulti ziehen. Hat seinen Flash. Kali Trolls geht hinterher, wird über die Wand flashen, ja, und ist damit sicher, aber wieder alles rausgezogen von Junkie und Kali Trolls kann dadurch ganz entspannt weiter sein Ding auf der Toplane machen und zum Monster Vladdy werden. Das wird langsam Zeit, dass sie ihre Sivir Lulu-Olaf-Kombi zum Einsatz bringen. Und wieder hier. Der größte Punkt, wo man sowas immer zum Teamfight erzwingen kann, ist beim Drachen. Oder Rotation für Türme zu holen. Und der Drache ist schon mal nicht da, das heißt, die einzige Chance, die sie wirklich haben, ist eine Rotation auf den Turm zu machen. Ja, aber man sollte hier schon noch warten, ja, bis die Items ein bisschen vorhanden sind. Also Olaf mit Hexjunger ist zwar gut gegen Vladimir, aber im Teamfight braucht er einfach auch Items. Vladimir genauso. Und Moon jetzt schon wieder auf der Botlane unterwegs. Dodo hat aber Ult und er hat vor allem Flash und... wollen sie den Kampf, aber Steelback kriegt hier schon gar nicht wenig Schaden rein. Ja, guter Boomerang. Das war wichtig. Der hat den Schaden im Prinzip mehr oder weniger ausgeglichen. Also oh, Steelback wirklich low. Also ich will hier mal behaupten, wäre dann Ignite von Dodo gekommen und die Ult von Nien, dann hätte das hier Steelback vielleicht sogar dahin gerafft. Ich hab's nicht gesehen. Hat er vor dem Kampf das Schild eingesetzt? Ja, er hatte nur noch 300 Leben. Er hat die Bombe auf jeden Fall nicht blockieren können. Eben, deswegen. Er muss das Schild eingesetzt haben. Also ich glaube, man hätte hier wirklich traden können. Gerade wenn Dodo vielleicht mit einem Flash-Coup noch mal etwas extra Schaden hätte machen können. Hätte das hier ein Kill sein können, aber so geht man natürlich auf Nummer sicher. Es ist sehr, sehr riskant und sie sind gut vorne. Golden Glue wieder mit einem Kill dabei, also man muss hier wirklich nichts riskieren. Gerade weil sie ja wieder das Late-Game-Team haben und Team Imagine reagieren muss. Und bisher machen die halt wieder gar nichts. Ja, und der Turm, ich meine, Kali Trolls verprügelt Chunky Fresh, schickt ihn da komplett von der Lane, weint nach Hause. Und das ist halt die Sache. Mancloud wieder mit Lulu. Und das heißt, ja klar, er ist ungefähr ausgeglichen in der Mitte. Aber er wird nicht wie im letzten Spiel mit Azir einen riesigen, riesigen Vorteil rausholen können für sein Team. Er wird hilfreich sein, aber das müssen jetzt andere übernehmen, das Spiel gewinnen. Das kann Mancloud diesmal nicht leisten. Und ja, auf der Toplane sehe ich es nicht, dass Chunky Fresh das wirklich machen kann. Das heißt, wenn, dann müssen sie als Team sehr gut spielen. Jetzt der Dive, der Versuch natürlich jetzt hier Nieren zu kriegen. Das ist ein Zündes drauf, das sollte reichen für Nieren. Der ist schon mal gefallen. Teleports kommen. Jetzt wird auch Dodo rausgenommen. Das waren schnelle Kills. Und genauso muss die Rotation kommen. Baby das auch sehr, sehr gut geschafft, aus dem Turm noch rauszukommen. Letzte Sekunde. Und genau das muss passieren. Chunky Fresh hat sogar nur einen Assist bekommen. Aber du sprichst es an, jetzt agiert Imagine. Müssten ihre Combo natürlich auch ausnutzen. Und das war sogar ohne Lulu. Und man hat ja schon gesehen, wie schnell die da alle am Start sind. Aber Dodo hat nicht keine Ults rausgehauen, keine Flashes, nur ein Heal. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht hätte mehr machen können. Mancloud wird jetzt die Golden Glue, aber kein Mana mehr.
Ja, und damit wird das relativ schnell vom Wildwuchs unterbrochen. Ult für Ult. Und der Blumhoff wird immerhin übergeben, das heißt, gleich hat er wenigstens wieder Mana. Während Kali Trolls, man sieht einfach, wie stark dieser Vladimir dadurch geworden ist, dass er im Prinzip eine freie Toplane hat. Und diesmal ist es im Prinzip Olaf derjenige, der dem Carry Toplaner sozusagen, in Anführungsstrichen, die freie Toplane beschert. Ja. Denn Vladimir hier definitiv stärker im Duell. Kali Trolls jetzt aber Richtung Seekers Arm gegangen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das für die Rüstung alleine geeignet ist. Ich denke nicht, dass er hier als Sonjas als zweites Item sofort wählen wird. Kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Man hat ja wirklich nicht viel Burst, den man entgegengeht, sondern eben dieser konstante Schaden, der kommen muss. Und da wäre jetzt zum Beispiel ein Rabadons oder generell einfach eine reine Schadensquelle um einiges effizienter. Vielleicht sogar eine Geistersicht, um den AP-Schaden von Evelyn und Lulu ein bisschen auszukontern und gleichzeitig die Heilung gegen diesen konstanten Schaden, der kommt. Das könnte sein. Wobei ich glaube, momentan kann er halt wirklich noch, gerade weil er so ahead ist, sowieso mit seiner Grundtankin ist viel anfangen. Oh. Nien wird gehuckt. Puh. Nien in den Turm gezogen, aber da ist der Kill sofort gefallen. Der Schaden ist da und Dodo kann das natürlich durchtanken. Golden Glue mit dem nächsten Kill. 2-0 inzwischen. Und Nautilus hat halt nicht die Chance, sich einfach mit einer Ulti fast unverwundbar zu machen, wie zum Beispiel ein Alistar, sondern der stirbt dann mal eben. Der Schaden, vor allen Dingen auch von der Elise, der ist nicht zu unterschätzen. Der magische Schaden, die Grundwerte sind enorm hoch. Und ja, das war dann mal eben der zweite Kill für Golden Glue. Sieht nicht so optimal aus bis jetzt für Imagine. Klar, sie haben jetzt unten den Kill geholt, aber im Endeffekt ist es ein Goldvorteil für Team 8. Die auch mehr die Scaling-Comp haben, die Late-Game-Comp. Ja, und vor allem eben wieder mehr Feed auf Golden Glue, der ja hier in Spiel 1 schon gezeigt hat, was er mit diesem Feed anstellen kann. Manicloud nicht gut im Spiel da und ja, das ist wieder wie bei SK Gaming. Sie geben diesen Midlaner, der eigentlich carryen will, eine Lulu und der fängt damit wenig an. Aber gut, man hat jetzt natürlich noch nicht die 5 gegen 5 Kombination in Action gesehen. Da ist eigentlich das, was Imagine mit ihrer Combo erreichen möchte, Olaf. Groß machen. Der hat jetzt auch Free Farm im Vergleich zu den anderen Spielen. Ist ja Lanesop nicht durchgekommen. Dadurch hat er natürlich mehr Farm. Kali Trolls zwar auch, aber die Combo von Team 8, die baut nicht auf Kali Trolls auf. Die Combo von Imagine ist aber dafür da, um Chucky Fresh einfach tot zu buffen. Und das im positiven Sinne. Im positiven Tod. Oh, der Schaden! Oh, der Flash. Moon muss rausflashen. Und das ist natürlich eine Evelyn. Und man sieht es hier, die auf sehr viel Fähigkeitscheck geht. Das heißt, komplett nichts aushält. Evelyn ist sehr, sehr leicht rauszunehmen. Ja. Tristana zusammen mit Orianna oder eine Evelyn oder ein Vladimir. Egal wer. Team 8 kann mit zwei Leuten ohne Probleme Evelyn ganz schnell ausschalten. Ja, man will hier einfach seitens Imagine mit einer Milliarde Movement Speed rein, ein, zwei Leute killen und sofort wieder raus. Und da ist natürlich eine AP-Evelyn besser aufgehoben als eine Tank oder eine AD-Evelyn. Ist schon keine schlechte Entscheidung. Ja, aber Moon muss halt seine Ulti treffen. Dann ist er auch tanky. Ja. Sein E macht schon ordentlich Schaden. Aber der zweite Drache trotzdem abgeholt von Team 8. Moon war da, ja, durch diesen Flash nicht in der Lage, irgendwas anzurichten. Sein Team auch nicht in der Position. Und wieder das Late-Game-Team in der Lage, sich die frühen Drachen zu sichern. Und das ist eigentlich irritierend. Wir haben im ersten Spiel gesehen, wie das ausgegangen ist. Wenn Team 8 schon mit einem wirklich Late-Game-Team schon am Anfang des Spiels wirklich vorne ist. Ja. Kali Trolls lässt den Red Buff nochmal resetten. Bisschen unglücklich getimed. Jetzt wollen sie den Gage. Moon geht rauf. Das aber ist nicht Dodo. Das richtige Ziel. Der Teleport kommt jetzt dazu. Und Kali Trolls ist stark. Alle müssen raus, flashen oder rausgehen. Oh, im Turm. Kali Trolls im Turm festgehalten. Kriegt viel Schaden. Die Heilung kommt nochmal durch. Und jetzt ist der Kampf da. Jetzt können sie Kali Trolls rausnehmen. Nein, wieder nochmal die Heilung. Kali Trolls immer noch am Leben. Wird jetzt rausgenommen. Jeden aber verlangsamt. Und ist er rausgenommen worden. Sie holen sich die Kills. Und auch Dodo, der hat keine Chance mehr gegen Evelyn. Der nächste Kill. 3 Kills in Folge. Und das haben sie gut umgedreht und alles eingeleitet dadurch, dass Kali Trolls unterm Turm gestunt wurde. Triple Kill für Moon. Ja. Da hat Golden Glue leider nicht rechtzeitig reagiert. Mancloud war da schneller. Er hat natürlich mit dem W einiges an Movements wieder, aber trotzdem. Hier sehen wir es nochmal. Lulu bereits auf dem Weg und Golden Glue hat sich währenddessen gerade die Raptoren gesichert. Der Teleport war an sich nicht schlecht gedacht, aber ich glaube, hier hätte man einfach disengagen sollen, weil der Call kam. Lulu war auf dem Weg und Golden Glue, du hast es angesprochen, macht hier nichts außer Schaden fressen. Und da dann schöner Flash, 3 Mann Glitterlanze und Moon natürlich ist Rambo. Auch ein richtig schönes Whimsy. Schaltet im Prinzip Nien komplett aus und macht es ihm auch unmöglich, da irgendwie noch wegzukommen. Wieder diese unnötigen oder diese sehr riskanten Moves, die ihn hier wirklich jetzt viel kosten. Denn 4 Kills auf Evelyn. Evelyn hat jetzt schon Morellus. Ich finde den Itembild sehr interessant, habe ihn jetzt noch nicht so häufig gesehen. Morellus als Jungle-Evelyn zu bauen, aber etwas merkwürdig, aber wenn man bedenkt, dass man auch gegen so viel Heilung über einen Alistar, über einen Vladimir dagegen spielt, dann kann man das schon mal überlegen.
Ja, zum Beispiel so einen hellen Zepter oder so, Wert gegen Double AP. Wäre schon auch schön. Ziemlich effizient gewesen. Und die Cooldown Reduction, die hilft dir natürlich jetzt nicht so viel. Definitiv nicht. Wir werden sehen, wie effektiv das wirklich ist. Trotzdem sollte man eigentlich mit so einer Late Game kommen, weil man gut im Spiel ist, nichts riskieren und irgendwelche Kämpfe erzwingen. Gegner kommt, die eigentlich darauf basiert, dass man als Team Kämpfe sucht und gut roamt. Was sie jetzt auch hier machen, sehr viele Wards für den oberen Turm, damit Steelback den sicher nehmen kann. Gegen Carly Trolls. Das ist gerade richtig, die Qualität gerade. Naja, wird die gleich wieder. Da ist sie wieder. Welcome back. Welcome back to Hate. Und sieht so aus, ob Carly Trolls sich wirklich für den Sonyas entscheidet. Gut, dem Dive gerade zu folgen, wird er wirklich den Sonyas brauchen. Hätte er da brauchen können. Nun wird gestunt. War relativ egal. Und imagine. Nur noch 600 Gold vorne, also durch die Türme hat sich das relativiert. Der Farmvorteil von Steelwick, aber trotzdem ziemlich gut. Gute 20 Farm, fast 30 vorne und ein Kill. Also der Unterschied zwischen ihm und Nien ist wieder nicht zu verachten. Golden, du hast zwar weiterhin 2 Kills, aber ja, macht bisher wenig damit. Hätte gerade auf der Bot, dann wäre er gleichzeitig mit Mancloud geworben, dann wäre das ein potenzieller Quadra-Kill für ihn. Jetzt erstmal seinen Turm in Gefahr. Da hätte mehr dabei rauskommen können, auf jeden Fall. Turm verteidigt. Das große Problem ist halt, Nien hat in diesem Spiel halt ein Assist und sonst nur Total vorzuweisen. Und als Tristana bist du halt doch schon sehr auf das Gold am Anfang des Spiels angewiesen, um wirklich Sivir Paroli bieten zu können. Ansonsten wirst du jetzt erstmal noch die nächsten 5 Minuten, 10 Minuten nutzlos sein, je nachdem natürlich, ob er jetzt Kills kriegt oder nicht. Also da werden sich vor allen Dingen natürlich auf Carly Trolls und auf Golden verlassen müssen. Und das sind beides Fähigkeitsstärken. Das ist beides magischer Schaden, das heißt, wäre man hier als Evelynn zum Beispiel auf Naegis gegangen, hätte man davon schon viel abblocken können. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Morellos kann ich auch, um ehrlich zu sein, nicht so nachvollziehen. Er hätte da einen Höllenzepter, wenn er denn die aggressive Variante wählen möchte, um einiges besser gefallen. Aber, naja, die Stats sprechen ja für sich. Und das war jetzt viel im letzten Kampf auch einfach abgestoppt nicht, aber sehr viel halt einfach Kills gekriegt im letzten Kampf. Trotzdem, beide Teams jetzt Richtung Drachen noch keine große Sicht aufgebaut. Da steht halt noch ein bisschen was von Team 8, das sie vorhin schon hingestellt haben an Wards. Aber jetzt sollte man auf jeden Fall, vor allen Dingen an Team 8 stellen natürlich, da sich die Sicht holen, denn der dritte Drache wäre sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man auch den ersten Drachen dann vom Gegner langsam wegnimmt, die dann doch schon Fähigkeitsstärke und Angriffswerte aufbauen momentan. Ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich sogar das Höllenzepter noch dazu. Das sieht wirklich ganz danach aus, ja. Ich bin wirklich gespannt, wie der erste richtige 5 gegen 5 Kampf am Ende laufen wird. Könnte natürlich jetzt am Drachen passieren, denn Chunky Fresh hat jetzt im Vergleich zum letzten Spiel natürlich viel, viel mehr Farm zu diesem Zeitpunkt. Hat jetzt schon seinen Black Cleaver fertig zusammen mit dem Hextrinker, ist auch vom Level her gut dabei und könnte jetzt zu einer wirklichen Gefahr werden, denn Nien hat nur Infinity Edge, wird Chunky Fresh nicht wirklich viel Schaden machen können, während er natürlich um einiges mehr Schaden als in den Spielen zuvor auspacken kann. Gerade mit der Lulu Ult auch wesentlich tankier wird. Und momentan sollte Imagine wirklich gut aufgestellt sein. Moon aber kriegt viel Schaden, muss hier wegflashen schon wieder. Aber guter Flash befreit ihn im Prinzip aus der Reichweite des Balls, denn Golden Blue hat den Ball auf Dodo gemacht, als er reingesprungen ist. Hat jetzt diesen Flash aber für den Baron wieder nicht zur Verfügung, muss jetzt stark auf sein Positioning aufpassen. Ja, der Drache, da wird er ihn auf jeden Fall brauchen, aber der Vorteil von Moon ist natürlich, wenn er auf dieses egoistische Bild geht, ich meine, er hat null Stats für sein Team gerade geholt. Ja. Der Vorteil ist aber, er ist ja eh mit seinem Team derjenige, der vorne reinspringen will. Es geht hier nicht darum, dass Imagine probieren wird, sein Team zu verteidigen. Purpose jetzt hier reingezogen, geht jetzt Dodo einfach vorne rein. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Aber der Ball ist noch nicht da, die Schockwelle sitzt nicht perfekt. Nien kann aber freischießen die ganze Zeit. Die Schockwelle hat gar nichts getroffen. Die Schockwelle trifft niemanden und Nien ganz alleine, den jagen sie jetzt tot. Der kommt nochmal weg, guter Cocoon dazwischen, aber das sind natürlich freie Kills jetzt hier. Das war super, super unsauber. Wenn man sich die HP-Leisten anguckt, dann war das mal fast das Ace. Also hier eine Axt mehr und sehr, das wäre ein Triple Kill. Ja. Sehr glücklich, aber vor allem auch super schlecht gespielt von Team 8. Der Ball saß ganz am Ende erst auf Dodo. Dann kam die Ult einfach nur aus Verzweiflung, weil Golden Blue fast tot war. Ist nicht mal auf Cooldown gegangen, ist am Ende nicht mal durchgekommen. Klassische NA-Ult, würde ich sagen. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Porpoise Engage war natürlich gut gemacht von Team 8. Und ja, wo ist hier Golden Blue? Da hinten ist er. Jetzt kommt die Ult und er wird einfach gewonshottet. Er wird einfach komplett hier rausgenommen von dem Dive Squad. Da sieht man, wie viel Movement Speed die dank der CV-Ult haben. Da kommt bisher Team 8 einfach nicht gegen an. Und somit der erste Drache hier für Imagine. Ich bin mir nicht sicher, hat er vielleicht gedacht, dass Dodo stirbt und er den Ball deswegen auf sich resettet oder sowas? Das kann sein, aber Golden Blue hat ja die Ult gemacht, als er gestorben ist. Und die ist ja nicht mal rausgekommen. Ja. Also ich glaube, dass er da einfach keinen guten Moment gesehen hat. Wobei, Dodo war ja in 4 Leuten drin.
Und diese Kombo aus Ori-Ult, Vladimir-Ult, die ist verheerend. Auf jeden Fall. Muss also aber auch treffen und das wird nicht leicht gegen den brutalen Movement-Speed. Wenn man das vorher gezündet hätte, hätte es vielleicht geklappt. So auf jeden Fall nicht. Todeshaube fertig auf Mancloud, das heißt definitiv wesentlich mehr AP. Auch eine gute Portion Schaden und vor allen Dingen das Wildwuchs mit dem Schild. Das ist eine riesige Menge Leben. Olaf ist jetzt ein richtig guter Tank, vor allen Dingen Tristana. Wie gesagt, kein Kill bekommen, zwei Assists, okay, aber immer noch nicht eine große Schadensquelle. Und jetzt mit weiter Magieresistenz wird Chunky Fresh einfach auch nicht mehr viel Schaden von Golden Glue oder von Carly Trolls kriegen. Nee. Und noch ist Nien zu schwach, um selbst eine Gefahr für ihn darzustellen. Wie gesagt, Team 8 kommt hier über den konstanten Schaden und bisher ist Imagine in der Lage gewesen, die Teamkämpfe immer so kurz zu halten, dass hier Nien nicht wirklich oft Auto-Tacken kann. Golden Glue hat noch keine gute Ult rausbekommen im richtigen Kampf. Wenn sie das hier weiterhin so spielen, dann können sie Team 8 hier wirklich überrennen, bevor Nien wichtig wird. Bevor sie überhaupt einen guten Teamkampf irgendwie machen können und... Ich denke, für Carly Trolls geht es auch Richtung Geisterricht jetzt, wie es aussieht. Ja. Also, man weiß es noch nicht, er hat ja momentan nur den Rubinkristall. Aber das wäre... Es könnte auch Wild-Eyes werden, aber ich denke, es wird die Geistersicht. Macht halt Sinn gegen das Team von Imagine. Auf jeden Fall. Das wäre eine gute Möglichkeit, da weiterzugehen. Und jetzt rotiert Imagine natürlich sehr viel. Sie müssen hier im Prinzip Team 8 einfach schwindelig spielen. Sie haben mehr Geschwindigkeit. Sie haben eine Lulu, sie haben eine Sivir, sie haben eine Evelyn. Und jetzt gehen sie rauf auf Carly Trolls, wollen den hier haben. Und der Blue Buff, der sollte ohne Probleme rangehen. Man sieht... Boah, der Schaden. Chunky Fresh, er hat jetzt halt den Farm. Er hat jetzt die Stärke. Ja, und Carly Trolls selbst, der hat null Schaden an ihm angerichtet. Er macht natürlich auf Steelback und Mancloud ein bisschen Schaden, wenn er sie trifft, aber... Selbst das wird nicht so verheerend sein. Mancloud hat durch Athens Magic Resistance, Moon hat durch seinen Negatron-Mantel bald seinen Höllenzepter, einiges an Magieresistenz und Steelback hat sein Schild. Also, ja, bisher hat der Vladimir-Pick nicht so seine Wirkung gezeigt. Gerade weil er Chunky Fresh überhaupt nicht am Farm hindern konnte. Er selbst hat natürlich auch viel Farm, aber Chunky Fresh ist momentan viel, viel nützlicher als Carly Trolls. Und der hat immerhin den Vorteil, dass wenn er dieses ganze Axtgewerfe und Angreife überlebt, sich sehr, sehr schnell wieder hochheilen kann. Das Problem ist, das funktioniert auf der Solo-Lane. Im Kampf nicht. Im Kampf ist es halt nicht nur Chunky Fresh. Das funktioniert in diesem langen Kampf, aber diese langen Kämpfe, die wird Imagine nicht ermöglichen. Die werden einfach reinspringen, reinlaufen mit 600 Milliarden Movement Speed. Golden Glue überrennen, weil Golden Glue, was will er machen? Er kann natürlich versuchen zu ulten, aber es ist so unglaublich schwer, weil sie sich einfach so schnell wegbewegen. Wollen sie da jetzt wirklich rangehen? Sie sollten den Board auf jeden Fall wegnehmen. Ja, machen sie jetzt auch. Sie können halt hier mal einen Catch-Off im Prinzip vorbereiten. Das Ding ist vor allem, bei Team 8 ist jeder einzelne Spieler essentiell für die Teamkomposition. Porpoise ist für den CC, für die Engage-Möglichkeit, genauso wie Dodo zuständig. Nien für den konstanten Schaden. Carly Trolls auch für den AOE-Schaden, für die Tankiness und Golden Glue sowieso mit der Ult. Das heißt, wenn Imagine durch ihre Kombo auch nur in der Lage ist, mit 1:0 zu traden, dann können sie hier vielleicht sogar schon Richtung Baron gehen. Denn zu viert kann man seinen Teammate hier fast schon gar nicht mehr engagen. Also, ich würde mal sagen, wenn man jetzt Nien rausnimmt, dann können sie den Baron immer noch nicht machen, weil Vladimir Orianna immer noch sehr viel AOE-Schaden ist. Allerdings, generell ja, wenn... Ich denke, es kommt darauf an, wie viel sie verwenden müssen. Ja, natürlich. Wenn natürlich alle Ults etc. draufgehen und man Hälfte Leben verliert, bei allen Spielern dann natürlich. Aber wenn eben einfach mal diese Olaf angerannt kommt in der Lulu und Nassivir und Nian gewone-shottet wird, sieht das schon alles nicht mehr gut aus für Team 8. Phantom Dancer jetzt vollendet für Nian, also der Schaden ist wirklich schon... Alles klar. Hallo Dodo. Das war mal eben das AP halbe Leben. Evelyn ist am Start. Also das ist natürlich gut. Immer wieder einfach hochrotieren, Mitte rotieren, probieren die Gegner in Bewegung zu halten. Solange man die Gegner in Bewegung hält, hat man den Vorteil, denn man selbst ist viel mobiler, kann im Prinzip einen falschen Schritt vom Gegner bestrafen. Wenn Team 8 als 5-Mann-Ball im Prinzip immer sich bewegt, vorwärts, rückwärts, wird es viel schwieriger, weil da muss man dann in die Gegner reinrennen, in 5 Leute, und das ist halt nicht ganz so einfach. Aber da hat man dann das Problem, wenn man als 5er-Team agiert hier bei Team 8, dann ist Chunky Fresh hier immer noch eine Gefahr, denn Carly Trolls muss die ganze Zeit immer auf die Botlane, dort wo Chunky Fresh immer unterwegs ist, und wenn Carly Trolls nicht da ist, dann können sie hier getrost das 4 gegen 4 engagen. Denn wir haben gerade gesehen, was Moon für einen Schaden macht. Ja, und nicht nur Moon, inzwischen ist auch der letzte Atemzug fertig. Und damit ist auch Steelback jetzt eine ziemlich gute Gefahrenquelle. Und wieder ein ganzes Item mehr als Nien. Ja, Chunky Fresh geht hier wieder rauf.
Und solange er den Kill nicht kriegt, wird halt im Prinzip sich da kann ich uns wieder hochregenerieren. Die Shockwave trifft nicht und jetzt ist er engaged natürlich. Und sofort der Flash, die wollen rein. Und jetzt geht's hinterher, aber auch Dolo ist da, der Teleport kommt. Was können sie jetzt hier noch machen? Baby kommt dazu, konnte seine Tiefenladung nicht bringen. Kalitros hat kaum noch Leben, muss sofort wieder rausgehen. Die Tiefenladung geht jetzt auf Nien durch. Der ist aber weit, weit weg, der Flash hinterher. Sie wollen Dolo holen. Und jetzt ist Chunky Fresh da, der Ball ist aber im Weg. Und das Schild rettet da gerade nochmal. Der Re-Engage vielleicht etwas unnötig von Imagine im Prinzip, weil keiner da war und Chunky Fresh die ganze Zeit nicht dazukommen konnte. Dieser Teleport von Kalitros ist immer sowas von ernüchternd. Er teleportiert rein, wird dann sofort CC'd und geht raus. Hat hier wieder eine Ult gesetzt und dann nichts mehr gemacht. Also bisher der Vladimir Pick überhaupt nicht von Nutzen gewesen. Hat natürlich guten Farm, aber... Ich finde es auch sehr geschickt, wie sie es machen, denn der Vladimir muss immer am Anfang da sein. Vladimir muss seine Ulti rausschmeißen und dann geht's los. Und das ist der Punkt. Chunky Fresh kann Vladimir einfach auf der Zone genau. halten. Und vor allem jetzt hat Kalitros den Teleport raus. Chunky Fresh aber nicht. Das waren 4 gegen 5 gerade von Imagine, was sie für sich entscheiden konnten. Haben hier 3 Flashes und einen Teleport rausbekommen. Selbst natürlich auch 4 Flashes benutzt. Aber die Flashes sind für Team 8 viel, viel wichtiger, denn Imagine hat den Movement Speed. Ja, und das ist halt... So ein später Vlad-TP bringt nichts, man hat's gesehen. Wenn Vlad später zukommt, dann kann er im Prinzip nichts mehr reißen, weil sein Team nicht mehr richtig mitgehen kann und er dann halt doch ziemlich schnell schmilzt. Er hat ja ein bisschen Rüstung, keine Magieresistenz im Prinzip. Und er kann auch gar nicht wirklich in die Situation kommen, wo er sich hochregeneriert, weil Evelyn da ist mit dem Morellos, weil es Entzünden auf ihm drauf ist, sobald er reingeht von dem Midlaner oder von Baby im Support. Das heißt, solange er nicht vom Anfang an da ist, ist er nutzlos. Und Chunky Fresh kann später dazukommen. Ja. Der kann von hinten immer aufräumen gehen. Und Kalitros geht jetzt auch nicht auf die Geistersicht, die wir vermutet haben, sondern doch auf Rylai's. Und finde ich ein bisschen ernüchternd. Ich denke, eine gute Alternative wäre gewesen, jetzt auf Voidstuff sogar zu gehen, weil 3 Mitglieder von Imagine haben schon gute 4. Man hat sogar Solaris, also alle haben jetzt schon an die 70-80 Rüstung, sogar Steelback. Finde ich fast schon fraglich, da keinen Voidstuff zu bauen. Sehr schön auch übrigens von Imagine. Sie haben gesehen, okay, oder sie haben gesagt, Moon geht volle Kanne auf Ego-Bild, auf AP, also muss irgendwie anders herhalten. Und Baby hat einfach gesagt, okay, Jungs, ich mach das, ich hole das Aegis für uns. Wir haben sogar, sehe ich das richtig, sein Gold-Item sogar verkauft. Ja. Aber das ist auch gar nicht mal so tragisch, denn sie brauchen ja weder einen Talisman noch einen Righteous Glory. Jetzt aber Kalitros. Der ist vorne drin, trifft Moon, aber keiner kann davon profitieren. Kalitros kriegt wieder sehr viel Schaden. Moon hochgeworfen, hat aber ein gutes Schild. Steelback an der Seite, jetzt können sie natürlich was machen. Aber sie gehen erstmal auf Kalitros. Der wird hier fallen. Oh, Chunky Fresh. Chunky Fresh marschiert weiter. Die Schockwelle trifft nur, den Support. Und sie gehen einfach immer weiter durch. Steelback macht so viel Schaden. Purvis überlebt das Ganze gerade. Nein! Die Axt macht den Triple Kill perfekt. Und das war exakt, wie der Teamfight nicht laufen sollte. Die Oriult wieder nur einen getroffen. Konnte Baby zwar abreißen, aber sieh mal, wie low die alle sind. Hätte die Oriult 4 Leute oder 3 nur getroffen, dann wäre der Kampf wieder anders ausgegangen. Man sieht wirklich, was für eine Macht Chunky Fresh gerade ist. Nien hat noch nicht die Items, um Chunky Fresh irgendwie hier aufzuhalten. Und damit Imagine wieder in der Lage, sich durchzusetzen. Der Geld von Kalitros war gar nicht schlecht, würde ich einfach mal behaupten. Die Ult hat 3 Leute getroffen, da kam aber nicht der Follow-up. Und Moon wurde wieder früh rausgeholt und jetzt kommt Chunky Fresh halt. Der macht so viel Ärger, kann hier Kalitros komplett ausrasten oder abreißen. Einfach nur Oriol trifft nur einen. Hätte die Oriol jetzt hier Moon und Chunky Fresh getroffen, wäre das ein Double Kill für ihn. Poppins wird am Ende nochmal abgeholt. Triple Kill für Chunky Fresh. 4-0-2 ist der Junge. Diesmal macht sich der Olaf-Pick wirklich bezahlt. Und noch die Evelyn Baby jetzt hier ganz allein. Wird vielleicht das Zeitliche sehen. Aber der Schaden ist jetzt so begrenzt. 0 kommt raus. Er wird am Ende doch noch abgeholt werden. Das war fahrlässig. Schlecht. Das könnte jetzt vielleicht sogar... Na, der Baron ist riskant. Vor allen Dingen, das Wildwuchs steht jetzt nicht mehr zur Verfügung. Man hat auf einen sicheren Tod... Sie fangen ihn sofort an. Aber der fällt halt auch super schnell. Trotzdem ist das sehr, sehr riskant. Ja. Team 8 kriegt aber hier den Baron. Imagine ist dabei. Sie wollen hier Kalitros haben. Das Entzünden ist auf Kalitros drauf. Sind aber 4 gegen 5. Und Kalitros immer noch im Sonjas. Der ist tot. Geschätzt. Und jetzt geht's weiter. Der Sprung auf Steelback. Steelback wird auch fallen. Das haben sie gut aufgeräumt. Und das war eine ganz schlechte Idee, da reinzugehen, nachdem der Baron schon tot war. 4 gegen 5. Ja. Haben so lange gezögert. Natürlich ohne Supporter ist das immer ein großes Risiko, aber man muss sich entscheiden. Entweder ja, wir gehen trotzdem rein oder wir lassen den Baron sein. Aber zu warten, bis der Baron down ist und dann nochmal den Kampf zu suchen, das ist die schlimmste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Jetzt nämlich noch 20 Sekunden, bis Moon und Steelback am Leben sind. Das hat ihnen gerade vielleicht das Spiel gekostet. Der Baron ist weg. Der Inhibitor, Turm mindestens, wahrscheinlich sogar der Inhibitor, der Tristana macht jetzt hier wieder kurzen Prozess und sie haben hier gerade das Spiel aus der Hand gegeben. Denn Nien
hat nun seinen Bloodthirster fertig. Sie haben den Inhibitor und somit ein großes, großes Polster sich selber erarbeitet. Das könnte hier wirklich das Spiel gewesen sein. Und ich muss sagen, egal welches Team LCS in die LCS kommt, beide haben es verdient oder eben auch nicht verdient. Sie machen sehr viele Fehler. Jetzt sieht man es immer. Der Baron ist gefallen und sie sind im Unterzahl. Warum gehen sie rein? Ja. Einfach Chunky Flash raus, Steelback gar nicht mehr überhaupt in die Nähe gehen. Und vor allen Dingen auch gesplittet. Ja. Die sind auch noch gesplittet reingegangen. Ja, Steelback hat da niemand mit seiner Ult irgendwie geholfen, außer sich selbst. Und er ist dann doch noch gestorben. Ja, BT jetzt fertig für Nieren. Chunky Flash baut aber langsam aber sicher ein bisschen Rüstung. Das heißt, auch der Last Whisper muss kommen. Aber trotzdem, auf Evelyn halt auch. Komplett keine Rüstung, Magieresistenz. Ja, super, toll. Hilft dir aber jetzt gegen die Enemies. Es ist natürlich noch nichts entschieden. Das Gold ist immer noch absolut ausgeglichen. Aber der Baron. Der Baron wird ihn jetzt wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Turm hier auf der Botlane kosten. Und Team 8. Team 8 jetzt wieder am Drücker. So ein riesen Throw gewesen. Sie waren so weit vorne. Voltstaff fertig für Golden View. Voltstaff bald auch da für Kali Turt. Und dann wird's kritisch. Dann wird der AOE-Schild im Arsch. Der AOE-Schaden wieder erdrücken werden. So, ja, der erste Turm fällt. Kriegt hier den Turm mit seiner Tristana. Klar, sie können mit dem Boomerang ganz gut die Minions vernichten, aber sie haben gerade sehr viel Gold aufgegeben. Team 8 ist jetzt einfach mal 1000 Gold vorne auf einmal. Waren eben 3000 hinten, ja. Ja, das sind 4000 Gold Unterschied, die sie gemacht haben. Und Dodo mit dem Ball kann sehr lange tanken. Sie haben trotzdem Angst, also. Ja. Yen hat sich da gerade nicht rangetraut. Muss natürlich auch aufpassen, so eine Nautilus Ult oder Flash Nautilus Q oder sowas. Und ja, tut natürlich weh jetzt, aber der Engage hier von jetzt Evelyn. Sie den Kampf, schön, die jetzt drei Leute. Und was können sie jetzt noch draus machen? Chunky Flash muss sofort rausgehen, aber sie haben den ersten Kill auf Kali Trolls. Ziehen sich jetzt zurück, der Turm wird angegriffen. Yen weiterhin am Kämpfen, Purpose reingezogen, Purpose muss wegspringen. Und Baby und überlebt Steelback. Das Ganze. Dodo gefallen und Purpose kommt nochmal raus dafür. Und Yen die ganze Zeit als einziger Überlebender. Der Turm sollte das Ganze aber überleben und jetzt haben sie wieder zwei Leute rausnehmen können. Rache aber dafür wahrscheinlich für Team 8. Wir mussten Yen jetzt hier ganz schnell alleine mit Golden Blue abholen und wieder schön verteidigt von Imagine. Die Ori-Ult hat eigentlich gut gesessen, aber Golden Blue und Dodo, die sind beide ohne Flash gestorben. Also ohne zu flashen. Und der Engage von Imagine selbst natürlich auch nicht schlecht. Monat, glaube ich, 5 Leute mit der Ult getroffen. Er ist zwar nicht tanky, aber eine 5-Mann-Ult, die macht sich in seiner HP-Leiste schon bemerkbar. Ärgerlich. Yen hat nicht mal seinen Pot drin, also sein Trinket oder seinen Trank, meine ich natürlich, benutzt. Ja, das ist ein bisschen fahrlässig. Im Prinzip hat er den genau dafür gekauft. Ja. Für diesen temporären Boost, dass man mit dem Baron-Buff zusammen durchmarschiert und den Pot halt nutzt, um noch stärker zu sein. Hat ihn aber direkt auch nicht wirklich gebraucht, weil er ja derjenige ist, der mehr oder weniger überlebt hat. Das heißt, die extra Schaden wären noch schön gewesen. Wobei, ich glaube sogar, der extra Schaden hätte reichen können. Meint, er hat mir sehr wenig Leben von Imagine. Karl Trolls nichtsdestotrotz geht noch auf der Toplane den Farm holen, um sich dann wahrscheinlich seinen leeren Staffel zu Ende zu kaufen. Wobei er jetzt noch Magieresistenz dazu gepackt hat. Wird vielleicht sogar ein Höllenzepter? Finde ich trotzdem komisch. Die haben jetzt alle fast... Mit dem Solaris haben sie 100 Rüstung, 100 Magieresistenz, außer Steelback. Aber... Ich meine, ein Höllenzepter macht ja was Ähnliches. Ja, es hilft natürlich vor allem auch Golden Blue nochmal und macht ihn selbst ja gegen den nicht zu verachtenden AP-Schaden von Imagine um einiges tankier. Ich denke, darauf will er gehen. Er will einfach tanky werden, weil er kriegt ordentlich Schaden. Aber wenn er wirklich nur auf Damage gehen wollen würde, dann wäre Voice dafür die bessere Variante. Und Steelback 4 Items gegen... Yen, der immer noch hinten ist, was die Items angeht, aber als Tristana mit dem Sekis langsam trotzdem, wirklich die kritische Masse erreicht hat. Ja, das Whisper ist aber trotzdem nicht unwichtig. Randuin ist jetzt nämlich vollendet von Chunky Fresh. Also. Allerdings auf Evelyn zum Beispiel genauso wenig wie auf Mancloud oder auf sonst irgendwem. Auch auf Baby. Ja, der ist ja auf das Aegis gegangen. Das ist der untere Turm. Der wird jetzt einfach abgerissen. Imagine nicht in der Position zu verteidigen. Drei Leute nicht da. Und das könnte ihnen jetzt. Oh, der Teleport. Von der Teleport Chunky. Kommt, Moon geht rein, die Schockwelle trifft, Moon sofort ausgelöscht, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Und Kali Trolls kann sich jetzt wieder hochignorieren, Flash drück rein, um auf Steelback raufzukommen. Steelback mit dem Wildwuchs beschützt, jetzt der Kill, sehr schön gemacht jetzt hier, aber der nächste Kill, Yen kann schießen. Er hat den Sekis natürlich noch nicht aktiviert, aber jetzt geht's weiter. Und das ist halt Tristana, die momentan sehr gut arbeiten kann, rangezogen hier nochmal, aber das ist nur Baby, Baby ist nicht tanky, Baby fällt auch das noch. Das könnte jetzt hier das Spiel gewesen sein. Ah, das war so ein unsauberer Kampf, Moon einfach rausgeholt, schöner Cocoon von Purpose. Man hat aber keine Minions, man hat keine Minions. Aber sie haben zwei Inhibitoren rausgenommen. Der Baron ist in anderthalb Minuten da. Der mittlere Inhibitor war bald wieder. Und sie wollen das Spiel hier finishen. Sie haben noch 20 Sekunden, bis der erste wieder spawnt. Chunky Fresh trotzdem gigantisch groß. Steelback genauso.
Die trauen sich jetzt hier nicht. Denn wenn sie jetzt versuchen zu finishen und Imagine sie aufhalten kann, dann wäre der Baron weg. Aber sie machen das ganz gut. Warten zumindest, bis der Inhibitor spawnt, um den sofort wieder abzuholen. Damit sollten sie, denke ich, in der Lage sein, in einer Minute dann den Baron zu holen. Und sind jetzt wieder wirklich gut ins Spiel zurückgekommen. Nien hat seinen Lassiswa fertig. Kalid holt seinen Höllenzepter. Und jetzt wird es richtig gefährlich für Imagine. Aber trotzdem, die Kämpfe sind sehr, sehr hektisch, sehr schnell. Und eine falsche Entscheidung, wie zum Beispiel von Moon hier so weit vorne zu stehen. Er konnte nicht ulten. Das hat den ganzen Kampf versaut. Er hat nichts gemacht. Ein einziger Cocoon von Evelyn, von Elise natürlich, hat ausgereicht. Kali Tolz konnte hier nicht mal Sonyassen oder hat es nicht rechtzeitig gemacht. Auch das war nicht optimal. Aber ansonsten, Nien überhaupt nicht bedroht in diesem Teamfight. Den Equip durchgekriegt. Hier der Hook eigentlich gut, aber kein Follow-up. Er hat sich selbst umgebracht durch den Cocoon dann am Ende. In der Theorie ist es schön, den AD-Carry zu holen, aber das war wieder so ein klassischer Moment. My brain says no, my body says yes. Ja. Da hätte man nicht den Hook machen müssen. Es war schön, aber da, in dieser Situation stirbst du einfach als Belohnung dafür. Und dass du irgendwas erreichst. Jetzt wieder der Versuch von Moon. Er wird sofort wieder eingefangen. Die Schockwelle trifft auch wieder. Moon raus, Baby raus. Das könnte hier das Ende wirklich sein. Mancloud jetzt im Bedrängnis. Der wird auch fallen. Mancloud. Das ist dein Ende. Und das ist das Spiel. Teammate wird hier gewinnen. Steelback verlangsamt durch das Realize auch nochmal. Sie wollen weiter hinterher. Steelback probiert nochmal was zu machen, aber das schafft er nicht. Der CC ist da. Und das ist das Spiel. Teammate gewinnt 2-1, Teammate. Und das war von Imagine eine reife Leistung. Sie haben sehr oft das Spiel weggeschmissen in diesem Spiel. 3-4 Mal einfach komplett gesagt, wir wollen nicht mehr gewinnen. Bye, bye. Ja, also Imagine hat hier die besten Voraussetzungen, um endlich mal mit dieser Olaf-Lulu-Kombo auch was zu reißen. Aber wir haben es ja gesagt, Teammate hat den ersten Drachen. Sie gewinnen auch das Spiel. Lulu weiterhin kein Sieg hier am heutigen Tage. Und damit, du hast es angesprochen, Teammate nun einen Sieg davor, ihren LCS-Platz zu sichern. Und Imagine mit dem Rücken zur Wand.